Söhrchen, da sind wir wieder zu einer neuen Runde Fortnite. Letzte Aufnahme haben wir ja den epischen Gold. Zwischendrin habe ich natürlich wieder ein bisschen gespielt für mich und naja, nicht immer den ersten gemacht. Der erste Platz ist mir eigentlich scheißegal. Ich spiele das Spiel einfach nur, um Spaß zu haben und Aufträge zu erfüllen und nicht, um jedes Mal den epischen zu holen. Jeder, der das nicht so sieht, der kann gleich hier ausschalten. Ist mir scheißegal. Und ja, gerade eben bin ich auch nur Achter geworden, habe nämlich gerade eine Runde zum Warmwerden gespielt. Ja, und ich spiele einfach nur, um Spaß zu haben und nicht, um dauerhaft den Ersten zu holen. Das sieht man auch schon allein daran, ich habe nicht so viele Kronensieger. Die sind mir auch total egal, weil brauche ich nicht unbedingt und ja. Söhrchen, na dann. Ja, komm, es gibt welche, die haben schon 300, aber pff, ist mir Latte. Selbst wenn ich jetzt 50. werde, das ist mir so egal. Ich spiele jetzt hier in den ersten Aufnahmen natürlich in den ersten paar Folgen wieder alleine. Irgendwann spiele ich natürlich wieder mit Freunden zusammen. Ja, was machst denn du da? Kann ich das da? Guck, ob er einschlägt. Keiner? Nein, nicht. Was macht das da? Alles klar. So, ich hatte mir hier ein paar Außenposten markiert, um da was zu machen. Da werden wir hier hinten zu dem fliegen oder zu dem dort. Ich würde sagen, wir fliegen zu dem da. Wir müssen Geräteverbindung etablieren. Ich sage ja, ich spiele einfach nur, um Aufgaben zu machen, um Spaß zu haben. Alles andere ist mir Lade. Ich muss nicht unbedingt den ersten machen. Warum auch? Darauf erstmal ein Stück Kaffee und natürlich wieder mit meinem coolen Steam-Overlay. Ich würde nämlich mal sagen, das passt hier eigentlich richtig gut rein, auch wenn man oben und unten ein bisschen was nicht sieht, ist mir aber auch kackegal. Süchen. Geräteverbindung. Das wird bestimmt dort oben auf dem Berg sein und nicht im Gebäude. Ich gehe aber erst ins Gebäude. Versteht sich von alleine. Wenigstens um eine Waffe zu haben. Nice. Oh, da haben wir doch schon was. Fische fangen muss ich auch noch. Genau, 3 Stück, glaube. Irgendwie so. Oh, nice. Ah, sieht ja aus, als hätte die Luftschiffflotte des imaginierten Ordens endlich einsatztaugliche Kampfzeppeline. Aha. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die Prototypen tonnenweise Remote-Server an Bord. Du musst einen Datenextraktor einschleusen. Was? Bringe einen Datenextraktor. Wo? Wird mir nicht angezeigt. Hä? Okay, warte mal. Hier kann ich fischen. Hier können wir die nächste Aufgabe erledigen gleich. Wenn er mich lässt. Und ich 3 Fische bekomme. 1, 2, 3. Haben wir die auch erledigt. Gab's hier so einen Dingsfisch? Für Schild? Schildfisch. Boah, 50 Schild passt. Aber was? Ich soll irgendwo was einschleusen. Erstens mal, ich muss ein ganzes Stück rennen.
Und zweitens mal, ich verstehe das nicht. Muss ich mich dann mal schlau lesen? Hier oben gab es doch auf jeden Fall noch Kisten. Na, nein? Okay. Schade. Da gibt's ein Biggie. Den trinkt man aber jetzt noch nicht. Die nehmen auch mit. Suche bekannte Orte, 4 Stück. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird in der Solo-Runde. Oh, jetzt möchten wir uns mal ein bisschen sputen hier, wa? Aha, okay. Schöne Reisfelder haben sie hier. Schöne Reisfelder. Da wird geschossen. Zeig mal her, wo genau. Okay. Welcher, wer, wo, was, wie, wann? Hä? So. Und jetzt nimm mal den Schildtrank, würde ich sagen. Ich habe doch hier so eine blaue Pump gesehen. Wo ist denn die hin? Ah, hier. Hallo, Sprinkler, danke. So. Nice. Ihr wisst ja, ich spiele auch vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz möchten wir mal in die Zone. Nein. Nachgeladen ist alles, yo. Und ja, ich habe 2 Pumps dabei. Weil ich mit denen einfach besser klarkomme. Schau an.
Schau an! Achso, ich muss zu so einem Raumschiff. Da steht der jetzt dort oben, sehe ich gerade. Kriegt man das noch hin in der Runde? Ich glaube nicht, oder? Ich muss es am Heck anbringen. Schwuppt das immer oben? Sag mal, am Heck ist doch hier unten. Ah, hier war schon einer. Komm ich da jetzt am beklopptesten hin? Was ist das da? Nein! Oh, 23.000. Bist du? WTF? Schaffst du es selbst, oder? WTF. Ich überlege gerade. Mach mal diesen da. Ja. Nein. Ah, alles so crap. Hä? Wo ist meine Waffe hin? So. Aha. Map? Achso, hier. Okay. Dort muss ich dann beim nächsten Mal hin, tatsächlich. Das ist aber jetzt außerhalb meines Fachgebiets, beziehungsweise außerhalb der Zone. So, komm mal her in meinen Mund. Da hinten wird tatsächlich noch geschossen. Wo da genau? Hä? Was war denn das? Irgendwo hier oben ist geschossen worden. Hey,
die spielen als Team! Die Team einfach, die Hunde! Was soll denn das? Das ist Solo! Ja, die spielen als Team! Was soll denn das? Das ist eine Solo-Runde! Ihr Vermaledeiten! Woher? Woher? Diese Ey, ganz ehrlich, die spielen als Team! Das ist eine Solo-Runde und die spielen als Team! Nee, also, mal ganz ehrlich, das ist doch das Asozialste, was man machen kann! Also, nee, hier, ganz ehrlich, der andere da drinnen. Das melde ich. Ich will wissen, wie der heißt. Das ist mir gerade kackegal hier. Also sowas muss man doch melden, oder? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würdet ihr das sofort melden? In einer Solo-Runde? Oder würdet ihr die davon kommen lassen? Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, nächsten Tag und bye bye.